Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Fallout 3. Wir gehen jetzt den merkwürdigen Funksignalen, die hier in Fallout 3 im Ödland zu hören sind, im Ödland der Hauptstadt. Und das Ganze ist nicht zu weit von Minefield, von Minenfeld entfernt. Ich glaube, man müsste sagen von Minenfeld, weil der Ort heißt ja komischerweise Minenfeld. Und von hier hören wir schon echt merkwürdiges Gebrabbel. Und dem gehen wir jetzt nach. Ich weiß nämlich ungefähr, was wir da treffen. Ich glaube, die meisten wissen es. Ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, die DLCs habe ich damals nie gespielt. Die kenne ich selber noch nicht. Deswegen freue ich mich jetzt echt drauf. Denn wir gehen jetzt in Richtung eines DLCs. Aber hier sehen wir erstmal Feinde. Oh, oh, Gefahr, Gefahr. Wo denn? Wer denn? Supermutanten. Oh mein Gott. Supermutanten. Ich weiß nicht, ob wir wirklich schon hierher kommen sollten. Aber ich nehme mal das chinesische Sturmgewehr, das wir von Lucas Sims geerbt haben. Es ist für einen guten Zweck. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Supermutanten. Supermutanten sind schon ziemlich böse. Und die Trefferwahrscheinlichkeit ist gerade echt schlecht. Nimm das! Dem habe ich es gezeigt. Zum Glück ist die KI von dem Nahkämpfer gerade echt nicht gut. Einer weniger. Dogmeat? Kämpft gegen einen Hund? Aha. Supermutant-Nahkämpfer, komm doch wieder an den Zaun. Nein, jetzt findet er echt den Weg, oder? Dogmeat, Vorsicht! Der ist ein bisschen übel. Aber mein Gott, macht Dogmeat dem Schaden. Dogmeat ist cool. Jawohl, da fliegt er durch die Luft. Hui! Wir sind cool, Dogmeat. Wir sind so ziemlich die coolsten hier im Ödland. Erkannt? Moment, da ist noch was in der Richtung. Aber gerade nicht. Ich bleibe im Schleichmodus. Schauen wir mal, ob der was für uns hatte. Ich nehme mal das Ameisenfleisch mit. Ich höre jemanden weinen. Oh. Warte mal, Jagdflinte könnte man sogar mitnehmen. Könnte man, ich habe schon eine. Ich nehme sie mal mit. Könnte man da zusammen fusen. Ich höre da Gegner, aber ich höre auch... da hinten sitzt jemand. Im Boden versunken. Gnädige Frau. Ich glaube, mit dir stimmt was nicht. Gefangene. Die Supermutanten haben die Gefangene für den Transport gefesselt. Die Stricke schneiden sie in die Handgelenke offensichtlich. Bla bla bla. Ich befreie sie natürlich. Sie haben dieses Zeug hier abgelegt. Warum nehmen Sie es nicht? Es ist alles, was ich besitze. Nein, du brauchst es dringender als ich. Weil du hast deine Tonspuren verloren. Kauf dir neue Tonspuren, wenn du in der nächsten Stadt bist. Geh vielleicht nicht da lang, das sind Gegner. Naja, die wird schon wissen, was sie tut. Okay, wir haben gerade unsere ersten beiden Supermutanten besiegt. Die sind einfach crazy. Man ist schon als Spielercharakter immer einfach sowas von übermächtig. Oh, sie wird verfolgt von einem Hund. Ich habe sie nicht aus der Gefangenschaft befreit, damit sie jetzt hier von einem bissigen Hund attackiert wird. Aber mit dem chinesischen Sturmgewehr gewinnen wir auf die Reichweite keinen Blumentopf. Aber sowas wie Reichweite wird einem hier ja auch nicht angezeigt. Ich weiß nicht, ob die Jagdflinte eine bessere Reichweite hat. Und jetzt ist sie da hinter dem Hügel. Ich glaube, jetzt können wir nichts mehr für sie tun. Ich versuch's trotzdem. Ah, sie hat's geschafft. Sie ist weggekommen. Böser Hund. Böser, böser Hund. Aufhören. Ich frage mich, wo sie hinläuft. Läuft sie auch Richtung komisches Funksignal? Wer weiß. Mich macht das ein bisschen wahnsinnig, das Funksignal. Ich habe Angst. Angst vor dem Funksignal. Denn wer weiß, was da so funkt. Kraftwerk MDPL entdeckt. Da gehen wir nicht rein. Da sind bestimmt wilde Ghule oder irgend so ein crazy Zeug, oder? Hundefleisch. Da gehen wir nicht rein. Oh oh.
Maulwurfsratte. Ah, das trifft sich gut. Ich soll doch Maulwurfsratten mit dem Stick hauen. Das ist doch meine Aufgabe fürs Buch. Ich muss mal kurz gucken, ob das Kanalratten in DC sein müssen oder ob es auch solche hier im Ödland einfach sein dürfen. Optional das Abwehrmittel an 7 weiteren ausprobieren, an 3. Ach so, einfach nur an Maulwurfsratten ausprobieren, egal an welchen. Okidoki, mache ich Abwehrstick. Okay. Komm her, Maulwurfsratte. Ich muss einen Abwehrstick an dir testen. Los geht's. Ich habe voll daneben getestet. Aha, kritisch getroffen. Funktioniert scheinbar ganz gut. Ich glaube, der Stick funktioniert, oder? Dogmeat, was ist deine professionelle Hundemeinung dazu? Ich glaube, er sagt ja. Funktioniert. Finde ich gut. So, wie weit ist es denn noch? Wo sind wir denn eigentlich? Was ist überhaupt hier los? Ah ja, nicht mehr weit. Einmal noch über die Straße da vorne irgendwo und schon sind wir da. Fast. Glaube ich. Wir dürften es hinter dem Hügel jetzt schon sehen können. Wack, 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 wack. Oder auch nicht. Ich kann nichts sehen. Und ich habe Wahrnehmung 10. Ich müsste alles sehen können. Oh, Dogmeat. Was ist los? Warum bellst du? Bellen ist ziemlich verräterisch. Das sollten wir lieber nicht machen. Weedle, weed, weed, weedle, weed, 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 weed. Weedle, weed, 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 weedle. Oh. Was sie nicht sagen. Okay. Sind wir jetzt endlich mal da, oder wie? Oder was? Oder wo? Ich dachte, wir waren schon direkt davor. Eigentlich müssten wir doch... Ich schau noch mal ganz kurz. Okay, ja, ein bisschen ist es noch. Ich muss eigentlich nicht schleichen. Warte mal, ich sehe da... Oh, oh, hallo. Ah, wenn das nicht der kleine Heilige aus der Vault ist. Dich haben wir die ganze Zeit gesucht. What? Da hat einer ein hohes Kopfgeld auf dich aufgesetzt. Wie bitte? Spaziert hier einfach so im Ödland rum, macht tierisch einen los und denkt, dass keiner was davon mitkriegt? So eine Schande. Aus ihnen wäre noch mal was geworden. Naja, Zeit zu sterben. Wenigstens ist er höflich und sieht mich. Also, worauf wartet ihr? Ha! Ich liebe es, wenn sie im Kampf untergehen. Ach. So, ich habe ernsthaft Angst vor denen, aber die haben ganz schön gute Rüstungen, glaube ich. Und die hätte ich gerne. Und ich habe zufälligerweise... Oh, ich habe zufälligerweise eine Granate. Die werfen wir jetzt auf den, oder? Vielleicht nicht auf den, sondern auf den. Du bist tot. Nein, die rollt zu weit. Da kommt einer mit dem Messer auf mich zu. Ich weiß nicht, ob der Maulwurfsrattenabwehrstick bei dem funktioniert. Ich befürchte nicht. Okay, jetzt pass auf. Jetzt machen wir Folgendes. Meyerlurk-Kuchen. Nom, 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 nom. Ein paar Nuka-Cola nachtrinken. Psycho. Und Chat. Chat brauche ich vielleicht noch gar nicht. Wartet mal. Au, hörst du auf. Jetzt gibt's Saures. Ganz recht. So sieht's aus, wenn man sich mit mir anlegt. Ich bin nämlich irgend so eine Person aus einer Vault und aus irgendeinem Grund deswegen so eine Art Superheld. Und ihr könnt mir gar nichts. Okay, wartet mal. Ich brauche dringend Heilung. Ich esse mal lieber fancy Kuchen und ein bisschen Fleisch. Dass man hier echt seine Lebensenergie nicht sieht, finde ich so komisch, aber ist schon okay. Und ein bisschen Chat. Und jetzt Wets. Echt, keine gute Trefferchance. Mensch, dann können wir auch gleich den Kopf nehmen. Ich nehme einmal den Körper, vorsichtshalber. Und jetzt versuchen wir es mal. Come on, was denn los? Ah!
Na, also, jetzt noch ein bisschen Heilung. Übrigens, danke Dogmeat. Für deine super tolle Hilfe. Echt, danke. Er hat ungefähr gar nichts gemacht. Ich glaube, ich nehme mal schön langsam Red Away, oder? Schön langsam. Ach, ich sehe da oben meine TP. Ich bin voll blöd und blind und doof und alles und überhaupt. Wirklich, wirklich doof von mir. Natürlich sehe ich da oben meine TP. Dogmeat, hast du eigentlich gegen irgendwas gekämpft? Nö, oder? Ah, doch. Ah, du hast eine Maulwurfsratte währenddessen bekämpft. Das ist zwar okay, aber die hätten wir für unsere Experimente gebraucht. Dogmeat, nichts kannst du richtig machen. Ich bin ja dankbar. Energiezellen? Kampfmesser brauche ich jetzt nicht. Die Laserpistole nehme ich mit und die Kampfrüstung. Sowas von. Mal schauen, ob wir die dann mit den Kampfrüstungen seiner Freunde fusionieren können. Ein Sturmgewehr. Sehr schön. Und Wein. Warum nicht? So, dich auch noch. Privatvertrag Paprika töten. Bam, bam, bam. Ich bin Paprika. Okay, schauen wir mal kurz. Daten. Notizen. Paprika töten. Jungs und Mädels, wieder haben wir einen selbstgerechten edlen Ritter, der außer Gefecht gesetzt werden muss. Hier die Einzelheiten. Paprika. Name Paprika. Ethnie asiatisch. Geschlecht weiblich. Es sind 1000 Kronkorken ausgesetzt und noch was. Dieses Mal wollen wir den Kopf Weidmanns Heil. Tja, jetzt habe ich 3 Köpfe von euch. Also nicht wirklich, aber symbolisch. Diese Urkunde gewährt vollständiges Eigentum, Megatonhaus und so weiter. Kronkorken-Minen-Diagramm und Desinfizierer. Das sind die Dinge, die wir bis jetzt noch nicht gelesen hatten. Sehr gut. Okay, cool. Jetzt passt mal auf die Kampfrüstung. Ja, ich meine, hier kriegen wir zwar einen Bonus auf kleine Waffen und so, aber die Kampfrüstung hat schon in dem Zustand zumindest einen besseren Rüstungswert. Oh, wir können sogar noch mit die anderen mit reinfusen. Ja, jetzt haben wir echt einen guten Rüstungswert. Da verzichte ich jetzt mal auf 5 kleine Waffen und nehme dafür die Rüstung. Ich glaube, in dem Fall ist das schon angebracht. Und ansonsten, mal schauen. Ah ja, ich kann die Laserpistole reparieren ein bisschen. Macht zwar keinen Schadensbonus, aber trotzdem immerhin. Die Sturmgewehre können wir auch zusammen basteln. Na, nicht schlecht, nicht schlecht. Nicht so gut wie das chinesische Sturmgewehr, aber auch nicht schlecht. Macht weniger Schaden leider. Naja, gut, okay. Gehen wir weiter. Wir wollen doch hier eigentlich einem Signal folgen. Auf einmal kamen diese Söldner. Die werden sich zweimal überlegen, sich nochmal mit mir anzulegen. Werden sie nicht, aber ich meine nur, sollten sie. Sollten sie. Oh oh, hier wird's radioaktiv. Vielleicht nehme ich mal einen Red-X vorsichtshalber. Ach ja, genau, Verstrahlung. Zeig mir mal meine Verstrahlung. Status 41. 41 ist nicht viel, aber ich nehme einen Red-X. Okay. Wer weiß, wie radioaktiv hier es noch wird. Oh, ein UFO. Ein abgestürztes UFO. Wie wunderschön. Oh oh. Ich wollte den Alien looten. Und jetzt bin ich auf einmal in einem blauen Gewobbelstrahl. Ich glaube, wir werden gebeamt oder so. Oder wir können jetzt fliegen. Oder beides. Okay, jetzt geht's los. Die Begegnung der dritten Art. Ich verstehe nicht ganz, was das bedeuten soll. Müsste ich echt mal googeln. Was ist denn die zweite Art? Was ist die erste Art? Desinfizierer ist nicht mehr aktiv. Dogmeat wartet außerhalb von Vault 101. Haben die mir einen Desinfizierer und Dogmeat weggenommen? Arschlöcher. Hallo.
Oh, okay. Was machen die da? Aufhören! Unangenehm! Unangenehm! Ich würde gern den Geschäftsführer sprechen. Bitte. Hallo, alles in Ordnung? Oh. Geht es dir gut? Höchste Zeit, dass du zur Vernunft kommst. Ich habe schon fast geglaubt, dass sie dir das Gehirn verschmort haben oder so ähnlich. Du hast Kopfweh, nicht wahr? Keine Sorge, das wird schon wieder. Ich weiß nicht, ob es dir hilft, aber das wird wieder besser. Die scheinen ja wirklich Gefallen an dir gefunden zu haben. Ich durfte zumindest die Kleidung behalten. Aber dir haben sie offenbar alles ausgezogen. What? Weird. Okay, das muss man jetzt erstmal verarbeiten. Wir wurden hier von Aliens entfernt und uns wurde entführt und an uns wurde rumexperimentiert und so. Wir sind wie so ein verrückter Hillbilly aus den USA. Schauen wir mal, was die plausibelste Frage jetzt gerade ist. Das muss ein Albtraum sein. Wer bist du? Du bist wunderschön. Nee, Quatsch. Das kann nicht wahr sein. Ich meine, Aliens? Ich will hier raus. Zurück, bleib mir von Leib. Ich sage, das kann nicht wahr sein. Ich meine, Aliens? Wahnsinn, nicht wahr? Ich dachte, ich hätte schon viel Scheiße gesehen draußen in der Wüste. Aber das hier schlägt alles. Gute Nachrichten sind eher dünn gesät hier. Wenn du Glück hast, lassen sie dich noch eine Weile in Ruhe. Wenn nicht... Naja, war nett mit dir zu plaudern. Wie kommen wir hier raus? Ich bin schon ziemlich lange hier, habe aber noch keine Möglichkeit gefunden. Mist, hörst du das? Es fängt schon wieder an. Sofort wieder zurück an die Wand. Was? Welche Wand? Ich verstecke mich hier und sobald einer reinkommt, haue ich ihn. Ich verprügel den mit bloßen Händen. Mir doch wurscht. Mir doch wurscht. Oder? Oder? Was passiert denn? Naja, zumindest hatte es das Ding nicht auf uns abgesehen. Hä? Ich habe gerade nicht aufgepasst. Was war denn? Es hört sich nicht gut an. Das hört sich gar nicht gut an. Ist da oben eine Glasscheibe? Wir stecken in einem schönen Schlamassel, nicht wahr? Okay, Vielleicht verstehst du jetzt, dass es eine gute Idee ist, so schnell wie möglich von hier zu verschwinden? Das sage ich doch schon von Anfang an. Also, falls ihr gerade im Hintergrund ganz lautes Rauschen hört, die PS3 hat gerade beschlossen, dass sie jetzt anfangen muss zu rödeln. Wer bist du? Und warum bist du hier in der Zelle? Das ist eine blöde Frage, warum sie in der Zelle ist, weil sie von Aliens entführt wurde und Experimente mit ihr gemacht wurden. Aber okay, wer bist du? Den Teil will ich eigentlich wissen. Du liegst völlig falsch. Du bist hier drinnen bei mir und nicht umgekehrt. Das ist mein kleines Eckchen Himmelreich und nicht deins. Ich denke, jetzt ist nicht die richtige Zeit für Witze. Hör zu, ich weiß nicht, wieso sie dich hier zu mir gesteckt haben. Vielleicht ein neues Experiment. Leider kann ich sie nicht fragen. Aber wo du schon mal gefragt hast, ich heiße Soma. Abgesehen davon musst du nicht viel mehr über mich wissen, wenn wir hier drin gefangen bleiben. Na toll, das wusste ich vorher schon. Also, was wollen die von uns? Vielleicht weiß sie das ja zufällig. Ich weiß auch nicht mehr als du. Ich verstehe sie nicht und erinnere mich nur an die Hälfte dessen, was sie mir angetan haben. Bestimmt besser so. Ich weiß, dass wir nicht die Einzigen hier drinnen sind. Hier gibt es viele von uns. Die schnappen sich ab und zu einfach ein paar Leute. Manchmal bringen sie wieder zurück, manchmal auch nicht. Auf jeden Fall bin ich nicht scharf darauf herauszufinden, was sie mit ihnen machen. Ich schon. Also was zum Teufel war das für ein Ding, das ich nicht gesehen habe, weil ich mich hinter der Tür versteckt habe? Und was machen sie mit dem Kerl, den sie da irgendwie, der geschrien hat? Was? Du hast noch nie gesehen, wie jemand von einer riesigen Klaue aus Metall gepackt und irgendwo hingeschleppt wurde? Ich weiß nicht, wohin sie ihn bringen. Und ich habe auch nicht vor, lange genug hier zu bleiben, um es herauszufinden. Wir müssen von hier verschwinden, und zwar sofort. Okay, wie kommen wir hier raus? Unternehmen wir etwas, um hier rauszukommen. Tja, einfach ist es nicht, hier rauszukommen. Ich habe gründlich nachgesehen.
Ich konnte noch nicht mal rausfinden, wodurch die Tür blockiert wird. Kraftfeld. Wir haben uns einen Gefallen damit getan, uns hier zusammen reinzustecken. Das sollten wir zu unserem Vorteil nutzen. Okay. Hast du einen Plan oder saugst du dir das einfach nur aus den Fingern? Naja, ein bisschen von beidem. Es hat immer schon funktioniert. Warum sollte ich es jetzt also anders machen? Wie lange bist du eigentlich schon hier? Das würde mich interessieren, aber das kann ich nicht sagen. Na gut, wie lautet der Plan? Wir wollen uns lebendig haben. Wer weiß wozu. Jedenfalls schreiten sie ein, sobald es so aussieht, als würde einer von uns den anderen töten. Wir machen Folgendes. Wir teilen ein paar Schläge aus und lassen es echt aussehen. Wenn sie dann kommen, um für Ruhe zu sorgen, greifen wir sie an. Fällt dir wirklich nichts Besseres ein? Nein, was Besseres fällt mir nicht ein. Aber von dir ist bisher auch nicht viel gekommen, Frau Klugscheißerin. Das stimmt. Das stimmt. Das ist doch bekloppt. Es muss einen anderen Weg geben. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Was, wenn du mich umbringen willst? Das ist nämlich die Frage, die ich mir echt von Anfang an gedacht habe, sobald sie den Vorschlag gemacht hat. Gut, dass ich das fragen kann. Also, ich weiß nicht, ob ich dir trauen kann. Vielleicht bringst du mich echt um. Spinnst du? Bist du paranoid oder was? Denk doch mal nach. Wie lange bist du da draußen gelegen, total hinüber? Wenn ich dich umlegen wollte, warum hätte ich bis jetzt warten sollen? Ich hätte einfach dafür sorgen können, dass du nicht mehr aufwachst. Aber das habe ich nicht, oder? Ich glaube, ich habe mir etwas Vertrauen deinerseits durchaus verdient. Also was jetzt? Wollen wir oder wollen wir nicht? Okay, machen wir. Aber Leute, erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Schaut bitte mal auf Patreon vorbei, wenn ja. Das wäre ziemlich cool, wenn ihr mich da unterstützen könnt. Ihr kriegt dafür natürlich auch einige Bonis als kleines Dankeschön. Und ansonsten liken, abonnieren, teilen, drüber reden, weiterempfehlen und hoffentlich bis zum nächsten Mal.